Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Cursed Treasure, Don't Touch My Gems. Mit dem ultralauten Not-Doppler-Intro. So. Ich denke, das ist eine Lautstärke, mit der ich leben kann. Ah, es... Sieht einfach schon so fantastisch aus. Wir starten einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen alten... Nein, ich habe keinen alten Spielstand mehr. Okay. Input Name. Pfannkuchengesicht. Okay. Und wir starten. Welcome to the basic training tutorial. I'll teach you the basics of the game. To skip the tutorial, yeah, thank you, we'll skip it. Ihr seht, es gibt hier verschiedene Terrains, nämlich so Schneezeug und so Felsenzeug und so Graszeug. Da kann man verschiedene Türme drauf bauen, farblich aufeinander abgestimmt. Also man kann die grünen, also die Bogenteile eben immer nur auf den Rasenflächen bauen, die Krypten immer nur auf den Schneeteilen und die Tempel nur auf den anderen Dingern. Dann kommen die Gegner und man hofft das Beste. Die Gegner eiern hier einmal durch, versuchen sich einen Edelstein zu schnappen und rennen dann wieder zurück. Das heißt, man hat noch nicht verloren, sobald sie einen Stein haben. Man hat dann immer noch die Möglichkeit, das alles wieder ein bisschen auszugleichen. Apropos ein bisschen ausgleichen. So. Und man kann prinzipiell die Dinge auch upgraden. Dazu müssen sie aber erstmal genug XP sammeln. Wir machen hier mal kurz Fast Forward. Bei den Krypten ist es so, die haben hier so kleine Projektile, das seht ihr auch gleich. Und die schießen die dann und die brauchen eine Weile, um sich wieder aufzuladen. Und bei den Tempeln, tja, kann ich hier vorne... Könnte ich, aber da müsste ich jetzt 100 Gold ausgeben. Was ich eigentlich gar nicht möchte. No, sie nehmen meine Steine mit. Die Assis. Die Steine respawnen irgendwann wieder. Wobei, ich weiß gar nicht, braucht man da ein Upgrade für? Wir upgraden die Kiste hier auf jeden Fall erstmal. Victory! Okay, nicht perfekt, aber immerhin. Excellent. Fantastisch. Da geht aber noch mehr, nämlich wenn... Ich weiß gar nicht, was ist denn das höchste Rating? Muss ich mal gucken. Ach genau, Brilliant war das höchste. Wenn die Gegner nämlich erst gar nicht dazu kommen, die Edelsteine zu berühren. Spells and Special Terrain, ja. Spells sind mir gerade mal egal. Die Terrain-Dinger hier, die Special-Dinger... ist so, dass man hier, wo es so blau blubbert, kann man, wenn man da einen Turm hinbaut, gibt das mehr Mana. Also erhöht die Mana-Regeneration. Das heißt, das ist das, was man idealerweise als erstes besetzt. Und die Dinger machen einfach mal deutlich größere Reichweite für die Türme. Und da kann man auch einen beliebigen drauf bauen. Also da, ne, nur weil der hier jetzt von so Schneezeug umgeben ist, heißt das nicht, dass ich da nur eine Krypta drauf bauen kann. Da kann ich prinzipiell alles drauf bauen. Was ich mit diesem Tempel auch machen werde. Wobei es total sinnlos war, glaube ich, da einen Tempel drauf zu setzen, aber egal. Mist, kommt er da einfach tatsächlich durch? Ich bin in der Rested. Dieser... Na, Mist. Ich hätte hier ganz gerne noch so einen. Ja... Entschuldigung, das war so nicht geplant. Achso, ich könnte natürlich auch mal Spells einsetzen hier. Fire Rate Increase. So, Level Up. Bam, für 50 und für 50. Dann hätte ich hier ganz gern noch so einen. Und eigentlich hätte ich hier auch ganz gern noch einen. Okay, das läuft zugegebenermaßen gerade nicht so richtig gut.
Wobei geht. Ich glaube, alle Steine werde ich nicht hier behalten. Ja, schade eigentlich. So, ein fettes Mopsgesicht kommt noch. Oh, der hält ganz schön was aus. Dann machen wir mal ein bisschen langsamer. Und schenken dem mal ein bisschen ein. Tja, kommt er leider durch. Bedauerlich. Naja, wenigstens konnte er nur einen Stein klauen. Okay, das lief ganz ehrlich so mittelprächtig, gebe ich zu. Aber hey, wir sind aufgestiegen und haben jetzt Skill Points available. Und das bringt uns zu folgendem Skill Tree, wo wir hier nämlich auch wieder schön farblich gegliedert unsere Türme aufwerten können, beziehungsweise auch passive Boni allgemein kriegen können. Das hier macht nämlich schon mal 20 mehr Gold am Beginn einer Mission, was extrem gut ist. Das macht 20 mehr Mana zum Beginn einer Mission und das macht, dass Türme 5% mehr Erfahrung kriegen. Und das ist richtig, richtig gut. Mehr Gold, mehr Erfahrung finde ich fantastisch. Dann probieren wir das gleich nochmal. Gucken mal, wie das jetzt so aussieht. Entschuldigung, ich lasse die Musik mal an, aber der Sound geht mir gerade schon ein bisschen auf die Eier. Ne, ha, gerade noch so gerettet. Ich wollte doch nur dann wenigstens die Musik ein bisschen lauter machen. So, da können wir hier noch gediegenen Tempel hinbauen. Und eigentlich da auch noch so einen hinsetzen. Das funktioniert soweit ganz gut. Sehr schön. Was ein bisschen mehr Startgold und auch ein bisschen andere Baustruktur einfach schon ausmachen. Hier gibt es übrigens inzwischen auch ein, also es gibt auf jeden Fall einen Add-on mit neuen Karten und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es sogar auch inzwischen schon einen zweiten Teil gibt. So, ab der dritten Ausbaustufe kann man sich entscheiden, was man möchte. Und ich möchte, glaube ich, die Ghost Crypt. Ich weiß gerade nicht, warum. Ehrlich gesagt vergessen, was sie tut, aber irgendwie hatte ich so im Kopf, dass das gut ist. Oder hatte ich immer die Chilling Crypts? Ich bin mir nicht sicher. Na, okay, der kommt ran, aber der kommt zumindest nicht mehr raus. Schon mal eine deutliche Verbesserung zu vorher, möchte ich sagen. Doch, das gibt noch ein bisschen XP-Bonus. Wir gucken uns das dritte Level nochmal an. Man sieht übrigens später schon hier letzte Level. Das ist relativ anspruchsvoll. Schon allein A gibt es 50 Waves, B ist es halt überhaupt nicht mehr, okay, die laufen halt einen Weg und dann ist halt gut, sondern laufen kreuz und quer. Und C, sie spawnen auch nicht nur an einer Stelle, sondern halt so an allen Stellen so ungefähr. Also nicht an allen, aber so an vier oder fünf verschiedenen Stellen am oberen Rand. Und da muss man echt schon gucken, dass man da irgendwie zurande kommt. Auch sehr schön, hier gibt es zwei Nester, nenne ich es mal, wo die Edelsteine drin liegen, sodass man da auch zwei verschiedene Sachen verteidigen muss. Auch das durchaus interessant. Hier haben wir aber erstmal nur eins. Ja, das lohnt einfach nicht. Ach, das lohnt nicht wirklich. Das macht am meisten Sinn. Hier könnte man, um an die Mana-Quelle zu kommen, erstmal
die Bäume fällen. Das würde 100 Mana kosten. Die habe ich im Moment noch nicht, daher mache ich das auch einfach mal nicht. Klingt logisch, oder? Ich bin ja prinzipiell ein sehr großer Freund von den Tempeln. Weil die später einfach, wenn man sie entsprechend hochgelevelt hat, richtig fett Flächenschaden machen. No! Fuck. Und damit die Steine wieder nach einer gewissen Zeit zurückwandern, muss man in der Tat erst den Skill freischalten und den entsprechend aufrüsten. Okay, das war dämlich. Sorry. Da war ich einfach richtig vercheckt. Okay, es läuft hier alles nicht so richtig prickelnd. Aber egal. So, hier können wir uns entscheiden zwischen so einer fetten Balliste oder zwischen so eine Hütte, die Chance auf kritischen Schaden hat. Da bin ich gerade mal mehr Fan von. Wobei beides so seine Vor- und Nachteile hat. Oh, der wird natürlich interessant, weil der wird auch gleich nur unsichtbar. Das erste Mal, wenn er getroffen wird. Nicht heißt, dass wir ihm nicht trotzdem damit Schaden machen können. Anti-Chilling Crypt hat eben den Vorteil, dass die ab und an Gegner dazu veranlasst, die Strecke wieder zurückzulaufen. Na, zumindest noch erwischt. Okay. Ja, das war jetzt eher so lala. Aber mit mehr Level-Ups und ein, zwei Replays kriegt man es dann auch mit Brilliant Rating hin. Ja, viel mehr brauche ich eigentlich, glaube ich, gar nicht zu erklären. Cursed Treasure, Don't Touch My Gems. Richtig, richtig cooles Tower-Defense-Game. Also, sieht jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so super spektakulär aus, macht aber echt eine Menge Spaß und ist, glaube ich, nach Gemcraft so mein zweitliebstes Tower-Defense. Hält sich so ein bisschen die Waage mit dem von vorgestern, mit, wie heißt es denn, Kingdom Rush. Finde ich beides sehr, sehr cool, aber das ist schon doch definitiv eins der coolsten Tower Defense Games, die ich jemals gespielt habe und bildet damit auch einen wunderbaren Abschluss für den Defense December. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar coole Defense Games näher bringen und ihr habt ein paar der Spiele ein bisschen gesuchtet. Ansonsten geht's ab morgen im Januar mit einem neuen Genre weiter. Natürlich mit einem neuen Genre und da wird man auch etwas mehr Gehirnleistung für brauchen. Also nicht, dass jetzt Tower Defense Games total stumpf wären, aber ab morgen definitiv mehr Hirnschmalz erforderlich. Was es genau wird, bleibt gespannt, schaut morgen einfach wieder rein, dann wisst ihr es. Ansonsten wünsche ich euch schon mal, falls ihr das wirklich am Silvesterabend irgendwie gucken solltet, einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr und ja, vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.